Geehrte Geschwister, es steht ein großes Fest bevor, das größere Fest steht uns nun bevor und darauf wollen wir uns vorbereiten, das sogenannte Opferfest. Eid al-Adha oder auch Qurban Bayram genannt und beide Namen sind in unseren Quellen fest verankert. Qurban und Tadhiya sind in unseren Quellen fest verankert und damit wollen wir uns, inshallah, die nächste halbe Stunde näher beschäftigen. Wenn ihr an das Opfern denkt und an das Opferfest, dann ist euer erster Gedanke die Begebenheit zwischen Ibrahim alayhi assalam und seinem Sohn Ismail alayhi assalam. Aber tatsächlich geht das Opfern, die Opfergabe, noch weit, weit zurück, noch weiter zurück als dies, liebe Geschwister, nämlich bis zum Anfang, bis zum ersten Menschen, der erschaffen wurde, Adam, alayhi assalam, und die Geschichte, die Begebenheit seiner beiden Söhne, Habil und Qabil, geehrte Geschwister. Was war passiert zwischen Habil und Qabil? Allah Ta'ala sah vor, und dies gab er seinem ersten Propheten Adam, alayhi assalam, mit, dass Zwillingsgeschwister einander nicht heiraten können. Denn Hawa, der Friede sei mit ihr, hat stets während einer Geburt, während einer Schwangerschaft, einen Jungen und ein Mädchen hervorgebracht. Also Zwillingsgeschwister. Und die anderen Kinder waren miteinander im weiteren Sinne verwandt. Ja? Und für sie galt das, was für uns heute in Bezug auf Cousin und Cousine gilt. Ja, also Cousin und Cousine können einander ehelichen, wie wir wissen. Und damals war das so gewesen, dass ein Zwilling nicht seine Zwillingsschwester heiraten konnte. Ja, aber die Schwester eines anderen, seiner Brüder. Okay? Was ist passiert? Qabil, er verliebte sich in seine eigene Zwillingsschwester. Ja. Kann passieren, dass Menschen etwas begehren, was Allah Ta'ala ihnen vorenthält, religiös vorenthält. Nicht nur vom Schicksal vorenthält, sondern religiös vorenthält. Und wir versuchen dann, unsere Seele zu reinigen. Ja. Wir versuchen dann, unsere Seele zu reinigen. Und Qabil, er war allerdings sehr hartnäckig gewesen. Er ging nicht den Weg der Seelenreinigung. Er gab sich nicht zufrieden mit dem Gebot Allah Ta'alas. Und er versuchte dies nicht. Und mit den Erläuterungen des ersten Propheten, seines Vaters Adam, alayhi assalam. Und er erzwang weitere Stufen. Und Allah Ta'ala aus Barmherzigkeit, er sah vor, dass, obwohl die Angelegenheit bereits geregelt ist, dass beide Brüder eine Opfergabe darbringen sollen und von wem sie angenommen wird, der wird quasi im Recht sein. Wie nahm dies Habil auf? Er hätte meinen können, Moment, stopp, ist das nicht mein Recht? Und warum jetzt die Neuverhandlung? Aber weil Habil Gott ergeben war, weil er Muslim war, sagte er sich, was auch immer mein Herr bestimmte oder bestimmen mag, ich werde damit zufrieden sein. Deswegen ließ er sich darauf ein, geehrte Geschwister. Und beide sollten also etwas erarbeiten und aufopfern. Und eine Opferung, liebe Geschwister, ist ein Zeichen vom eigenen Gehorsam. Ist ein Zeichen vom Vertrauen, was man auch in Allah Ta'ala legt. Und ein Zeichen dafür, dass man sich von der Welt entfernt. Dass man nicht materialistisch lebt, sondern dass man für Allah Ta'ala lebt, liebe Geschwister. Dass man gewisse Dinge einfach tiefergehend verstanden hat. Was passierte? Qabil, er arbeitete nichts Wertvolles, er steckte sein Herz nicht in sein Opfer hinein, aber Habil, er gab das Beste von dem, was er hatte. Ein Schlachtopfer und wie überliefert wird,
aus den Israeliat. Und Qabil, er gab schlechtes Getreide. Und Allah Ta'ala schickte ein Feuer und dieses Feuer verschlang die Opfergabe Habils, also unabhängig davon, was es war ein Schlachtopfer, ein Tier. Und das, was Qabil vorgebracht hat, wurde nicht akzeptiert von Allah Ta'ala. So viel zu der ersten Opfergabe, liebe Geschwister. Allah Ta'ala sagt im Koran dazu: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا. So verließ ihnen die Kunde von den beiden Söhnen Adams, der Friede sei auf allen, der Wahrheit entsprechend, als sie ein Opfer darbrachten. Wir lesen hier Opfer, aber wenn wir ins Arabische hineingehen, liebe Geschwister, bevor wir ins Arabische hineingehen, liebe Geschwister, versucht die vorderen Reihen stets zu füllen. Ob ihr das jetzt darunter versteht, dass man hinter dem Imam beim Gebet stehen möchte, direkt, oder ob man während der Ansprache nahe dem Imam sein möchte. Aber das war jetzt ein Abstauber, Alhamdulillah. Normalerweise, ja, wäre das nicht möglich gewesen, wenn ihr wirklich durstig gewesen wärt. Ich weiß, ihr seid durstig, aber durstig nach den ersten Plätzen, Allahu alam, sonst wäre, wie gesagt, dieser Abstauber nicht möglich. Ja? Und steckt bitte eure Handys weg und unterlasst bitte auch Privatgespräche. Denn das Freitagsgebet ist also da, dass man sich auflädt, ja, den eigenen Akku auflädt durch die Worte Allah Ta'alas und die Worte seines Gesandten, sallallahu alayhi wa sallam. إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا. قَرَّبَا heißt etwas näher bringen. Und das Wort Qurban kommt von dieser Wortwurzel, von nahe sein oder etwas nahe bringen. Und so spricht auch Allah Ta'ala im Koran: وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ. Und unter den Wüsten-Arabern, gibt es solche, die von Allah Ta'ala überzeugt sind und vom letzten Tag überzeugt sind und die ihre Spenden und die Bittgebete vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam verstehen als eine Annäherung zu Allah Ta'ala. Ja, und was sagt Allah Ta'ala dazu? Ala innaha qurbatun lahum. Und so ist es. Es ist für sie eine Annäherung zu Allah Ta'ala. Das heißt, unser Tun, liebe Geschwister, wenn wir jetzt opfern werden die nächsten Tage, ja, ob per Überweisung, ja, oder ob wir jetzt selber schlachten gehen, was wie gesagt mit gewissen Begleiterscheinungen in Deutschland einhergeht, vergessen wir nicht, worum geht es. Es geht darum, dass wir uns Allah Ta'ala nähern, dass wir näher kommen Allah Ta'alas Liebe und seiner Barmherzigkeit. Das ist die Quintessenz vom Ganzen. Denn es geht nicht um das, was man, ja, überweist oder das, was man jetzt irgendwie an Opfer darbringt, vom Materiellen her. Denn Allah Ta'ala sagt auch im Koran: لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومَهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. Allah erhält weder ihr Fleisch noch ihr Blut. Wer würde auch so etwas jemals denken? Sondern was Allah Ta'ala erreicht, ist eure Taqwa. Was Allah Ta'ala erreicht, liebe Geschwister, ist unsere Taqwa. Wir können meinetwegen 1 Million spenden, aber wenn wir nicht mit dem Herzen dabei sind, dann wird das nicht angenommen, liebe Geschwister. Und es mag sein, dass wir oberflächlich, ja, nur wenig geben, ja, vielleicht das Mindestmaß überweisen oder ja, das günstigste Tier kaufen, aufgrund unserer finanziellen Lage. Aber weil wir das mit Taqwa verbinden, wird es von Allah Ta'ala angenommen, als sei es 1 Million, liebe Geschwister, oder noch viel, viel mehr. Darum geht es, um diese wahre Annäherung, liebe Geschwister.
Und so sagt Allah Ta'ala im Koran: فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. Ja, und so wurde es von dem einen angenommen und nicht vom anderen. قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Qabil sprach daraufhin, ja, weil er noch nicht mal dieses deutliche Zeichen annehmen konnte als Herzensreinigung: Ich werde dich töten. Gewiss werde ich dich töten. Und Habil, alayhi assalam, er wies ihn darauf hin. Er sagt: Allah Ta'ala nimmt lediglich von den Gottesfürchtigen an, von den Muttaqin an. Also arbeite an deiner Taqwa. Ja, arbeite an deiner Taqwa und dann bekommst du auch in Zukunft angenommen. Subhanallah, erst war jemand nicht zufrieden mit der Scharia Allah Ta'alas und mit der Bestimmung und danach mit der Schicksalsbestimmung, obwohl er es mit seinen eigenen Augen sehen konnte. Und dann ging es noch weiter, ja, aus einem möglichen positiven Neid, dass man sagt: Oh, ja, er hat eine Frau, die ich begehre, schön für ihn, ja, ich werde auch daran arbeiten, dass meine Ehe erfolgreich sein wird. Ja? Vielleicht war die andere Schwester in ihrer Entwicklung weiter. Ja? Hatte ihre positiven Charakterzüge erarbeitet und das schien nach draußen. Ja, wer weiß, vielleicht war diejenige, die für ihn bestimmt gewesen ist, ja? vom Gesetz Allah Ta'alas, vielleicht... Ja, mit der Zeit wären ihre guten Eigenschaften noch weiter poliert worden. Aber nein, dieser mögliche positive Neid, dass man sagt: Oh, schön, dass er etwas hat. Oh, ich will es mir auch erarbeiten und schön, dass er es hat. Nein, es war ein schwarzer Neid. Wenn ich es nicht bekomme, dann bekommt er es auch nicht. Und deswegen werde ich ihn umbringen. Und wir kennen die Geschichte. Ja? Er brachte dann seinen Bruder um. Subhanallah. Allah Ta'ala sagt dazu im Koran: فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Doch machte ihn seine Seele willig, ja, dieses böse Element machte ihn willig, seinen Bruder zu töten, und so tötete er ihn. Und er wurde einer von den Verlierern. Seht, wenn jemand seine Rache, ja, das, was er als Rache versteht, umsetzen kann, verwirklicht bekommt, soll er nicht meinen, er wäre ein Gewinner, weil Allah Ta'ala sagte: Und so gehört er zu den Verlierern. Manchmal setzen wir unseren Willen durch und wir meinen, wir haben gewonnen. Aber in Wirklichkeit sind wir bei Allah Ta'ala Verlierer, liebe Geschwister. So mögen wir nicht die Ereignisse um uns herum immer so deuten, als ob sie uns Recht geben. Nein, vielleicht ist genau das Gegenteil der Fall. Bleib selbstkritisch. Das heißt, wir alles, was wir tun, liebe Geschwister, wir wollen uns Allah Ta'ala nähern. Das ist der Kern des Opferns, liebe Geschwister. Das andere Wort, Tadhiya, von Dhaha Yudhahi, was bedeutet das eigentlich? Wir alle kennen die Surat al-Duha, Wad-Duha, ja? Und subhanallah, es ist dieselbe Wortwurzel. Es ist dieselbe Wortwurzel, die im Kern bedeutet, dass etwas deutlich wird. Ah, das heißt, wenn du opferst, etwas aus deinem Herzen wird deutlich für dich, aber auch für andere. Wenn wir unsere Religion ernst nehmen, wenn wir sie praktizieren, wir tun uns selbst damit einen Gefallen, weil wir uns damit vermitteln: Ja, mir bedeutet meine Religion etwas, weil ich da was investiere. Zeit, Geld, ja, Überwindung. Ich sage nicht Mühe, ich sage Überwindung. Das ist für einen selbst gut. Es wird deutlich für einen selbst und es wird deutlich für andere. Was auch eine Einladung bedeutet: Ey, guck mal, der nimmt aber seine Religion ernst. Der betet in der Pause und der unterbricht seine Arbeit hier und dort und in der Freizeit und beim Fußballspielen und so weiter. Ja? Das kann andere inspirieren. Aber wenn du nichts aufopferst, ja, wie willst du dir selber über deinen Iman im Klaren sein? Wie willst du andere zu diesem Iman, zu diesem großen Geschenk, zum größten Geschenk überhaupt einladen können? Und dann noch, dass etwas besonnt ist. Oder hell ist, hell erscheint. Das heißt, was man bekommt, ist Beweiskraft für sich und für andere. Man bekommt Licht für sich und für andere. Ja? Und wenn es durch die Sonne ist, liebe Geschwister, was bekommen wir noch?
positive Wärme. Ich weiß, ja, das Wetter spielt jetzt nicht gerade mit, um euch die Wärme ans Herz zu legen. Ja, aber ich meine, wir meinen diese positive Wärme. Nicht das, was wir jetzt gerade aushalten dürfen als Herausforderung Allah Ta'alas und als Erinnerung. Ja, diese Hitze soll uns warnen vor einer noch stärkeren Hitze, liebe Geschwister, der wir durch die guten Taten aus dem Weg gehen dürfen. Was uns oft hilft, liebe Geschwister, wenn wir mit dem Schicksal nicht ganz zufrieden sind, ja, sollen wir nicht fragen, warum ich oder warum er, sondern verbinden wir diese Frage mit Allah. Warum hat Allah Ta'ala so entschieden? Und dann, weil wir die richtige Frage stellen, kriegen wir auch schnell die richtigen Antworten, nämlich, diese Frage soll ich erst gar nicht stellen. Die Tatsache ist, Allah Ta'ala hat so entschieden. Und wenn er so entschieden hat, dann wird Gutes darin liegen. Ja, also wenn man sich schon so beschwert, dann beschwert euch religiös. Und dieses religiöse Beschweren wird euch dazu führen, ja, die richtigen Antworten zu haben, beziehungsweise die richtigen Fragen zu stellen und nicht die falschen. Was bedeutet für uns das Opfern noch, liebe Geschwister? Das Opferfest. Es bedeutet soziale Verantwortung übernehmen. Es bedeutet, dass andere stets davon profitieren. Allah Ta'ala sagt im Koran, فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرُ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Dann esst davon und speist den Genügsamen und den Bittenden. Und auf diese Art und Weise machten wir sie für euch, also die Schlachttiere, verfügbar, damit ihr euch dankbar erweist. Ja. Währenddessen, dass wir opfern, liebe Geschwister, sollen wir nicht meinen, oh, guck mal, was ich jetzt hier mache und Alhamdulillah und ja, so im Angebermodus sein, sondern im Gefühl der Dankbarkeit versunken sein. Oh, guck mal, was ich jetzt hier machen darf, was Allah Ta'ala jetzt mir hier ermöglicht. Ja, und für mich, ich darf davon essen. Und für andere, ja, die es benötigen, ja, für den, der genügsam ist und für den, der bittet. Und eine andere Ayah in Suratul Hajj. فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَأْسَ الْفَقِيرِ. So esst davon und speist den Armen, den Notleidenden. Ja, für manche ist das ein Wort und für manche sind das zwei verschiedene Wörter. Ja? Und so kamen die Gelehrten dazu, eine Zweiteilung zu haben, entweder dass man also für sich selbst eine Hälfte nimmt und die andere Hälfte eben weggibt, für verschiedene Kategorien, für denjenigen, der sich zurückhält, ja, oder der etwas hat, oder für Gäste beispielsweise, sowie für andere, die es wirklich bedürfen, so wie hier in dieser Aya für den Armen, also für den grundsätzlich in der Regel Armen, Bedürftigen, wie auch für denjenigen, der eigentlich nicht arm ist, aber der in eine Not gekommen ist, ja, durch eine Schicksalsprüfung. Ja, und deswegen gibt es andere Gelehrte, sie dreiteilen. Sie sagen, einen Teil für dich, einen Teil zum Verschenken, ja, so an Leute, die es eigentlich nicht nötig haben, in dem Sinne, es ist auch ein Geschenk. Und das andere Drittel als eine Sadaqa, also sprich als eine Spende für diejenigen, die es auch wirklich bedürfen. Und das ist das, was sich so in der Praxis eher durchgesetzt hat. Aber ich wollte euch die andere Auffassung auch weitergeben. Ja, das heißt, wenn wir, liebe Geschwister, feiern im Islam, und opfern im Islam bedeutet immer, dass sich andere Bedürftige freuen. Ja? Bedeutet nicht, dass wir ausgeben, wie Leute, die an den Wochenenden feiern und sagen, ja, heute habe ich 200 Euro ausgegeben und dafür ausgegeben und für die Flasche habe ich das und das ausgegeben. Ja, was ist das für ein Feiern? Ein Feiern ist, wenn andere etwas davon hatten. So sagt auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass das schlimmste Hochzeitsmahl das ist, wo die Reichen eingeladen sind, aber die Armen ausgeladen. Ja, das ist das schlimmste Hochzeitsmahl. Ja, also wenn du ein Hochzeitsmahl veranstaltest, eine Walima veranstaltest, dann sorge dafür, dass auch die Bedürftigen mit eingeladen sind. Was verbinden wir mit dem Opfern auch, liebe Geschwister? Wir verbinden tatsächlich, subhanallah, eine Erleichterung. Eine von mehreren Erleichterungswegen wird uns garantiert zuteil sein, liebe Geschwister, wenn wir opferbereit sind. Wenn wir aufopferungswillig sind. Manchmal geht es nur darum, seinen Willen zu zeigen, seine Bereitschaft zu zeigen, liebe Geschwister. Ja, und nun kommen wir zur Begebenheit Ibrahims und Ismails alayhima as-salam. Ja, hat Ibrahim alayhi salam tatsächlich seinen Sohn
von der Dunya in die Al-Akhira geschickt. Es wäre ja nur eine Überweisung gewesen. Ja? Aber es war eine Prüfung, weil der Vater liebt seinen Sohn und der Sohn liebt seinen Vater und man möchte miteinander Zeit verbringen. Ja, und gerade wenn es darum geht, dass ein gewisser Erziehungsprozess noch nicht ganz abgeschlossen ist. Ja? Es ist ein voneinander getrennt sein für eine sehr kurze Zeit, was dennoch eine Prüfung darstellt. Aber es ist kein Töten im Sinne von, ja, wie manche Menschen dieses Leben verstehen, dass danach jemand nicht mehr existiert. Ja? Oder dass man ihm alles raubte. Ja? Im Gegenteil, man sagt, ja, Subhanallah, du bist jetzt früher bei Allah Ta'ala, wenn das tatsächlich ein Gebot ist. Und es war bei Ibrahim a.s. ein tatsächliches Gebot. Aber was passiert, das Subhanallah? Allah Ta'ala hält dies fest. Qada sadaqta ru'ya inna kadhalika najzil muhsinin. Ihr habt den Befehl, ja, der in einem Traum vermittelt wurde, und die Träume der Propheten, wie der Prophet sagt, sallallahu alaihi wasallam, sind Wahi, ja, sind Übermittlung Allah Ta'alas. Ihr habt das bereits erfüllt. Ihr habt das wahrgemacht, was ich euch anbefohlen habe. Und so belohnen wir diejenigen, die Gutes tun. Manchmal im Leben geht es nur darum, seine Opferbereitschaft zu zeigen. Und dann, Subhanallah, das Schicksal hat oft Erleichterungen. Hält einem oft Erleichterungen bereit. Und dann am Ende ist man befreit. Oder aber, man trägt das Gebot. Man setzt es um. Oder das, was ansteht an Verantwortung. Und Subhanallah, diese Verantwortung, die man erst mit einer Mühe getragen hat, mit einer Selbstüberwindung, auf einmal entwickelt sie sich zu einem Genuss. Oder das Verständnis wandelt sich. So war es beispielsweise bei, ich meine, Fatima bint Qais. Ich kann mich jetzt irren. Es war Fatima bint Qais. Sie hat unabhängig voneinander, ohne dass beide davon wussten, zwei Heiratsanträge bekommen von angesehenen Sahabis. Ja. Und der Prophet Muhammad, er merkte allerdings an, dass beide nicht zu ihr passen werden, aufgrund gewisser Charaktereigenschaften. Und er schlug Usama bin Zaid vor, der nicht dieses Ansehen hatte, ja, in der Gesellschaft, ja, und radiyallahu anhum, in Bezug auf alle Prophetengefährten. Und Fatima, sie berichtet, verkarihtu, ja, ich habe diese Angelegenheit nicht gemocht, dass der Prophet Muhammad mir Usama nahelegt. Ja. Aber der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, ankihi Usama ibn Zaid, ja, so heirate ihn. Und unabhängig davon, wie man das jetzt versteht, man kann es als eine persönliche, nicht bindende Empfehlung verstehen. Man könnte es auch eventuell als Gebot Allah Ta'alas verstehen, was er über die Zunge seines Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kundtut. Ja, aber der Prophet Muhammad ist in solchen Situationen oft als Ratgeber aufgetreten, ohne dass er ein bindendes Gebot weitergibt. Ja, in Ehe, Entscheidungsangelegenheiten. Ja. Wir kennen beispielsweise den authentischen Bericht, wo er, sallallahu alaihi wasallam, Barira mitgab, willst du nicht zu deinem Mann zurückkehren? Und sie fragte, ist das ein Gebot oder ist das eine Empfehlung? Und er sagte, ja, ich lege nur Fürsprache ein. Und sagte sie, ich habe kein Bedürfnis nach meinem Ex-Mann. Ja, also es war kein Gebot. Aber unabhängig davon, wie wir das jetzt verstehen, ja, wer will schon den Gesandten Allah, sallallahu alaihi wasallam, in seinem Ratschlag zurückweisen? Und es war nicht leicht. Und sie ist ehrlich in ihrer Überlieferung. Aber was ist passiert? Sie heiratete ihn, und was sagt sie? Und dies ist berichtet im Sunan von An-Nasa'i. Sie sagte, فَنَكَحْتُهُ فَجَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ خَيْرًا. So habe ich ihn geheiratet, und Allah Ta'ala hat Gutes in diese Ehe oder in ihn hineingelegt. Und weiter sagt sie, وَغْتَبَطُ بِهِ. Und die Menschen waren im positiven Sinne neidisch auf diese Ehe. Ja, weil wir waren in einer anderen Überlieferung, diese Ehe war so gesegnet. Allah Ta'ala hat so viel Harmonie in diese Ehe hineingelegt, dass sie bekannt wurde, ja, diese Ehe als eine harmonische Ehe. Und dass die Menschen gesagt haben, ah, schau mal, das ist eine Musterehe, eine wundervolle Ehe. Also sie wurde zu einem Beispiel dadurch. Das heißt, so oder so, liebe Geschwister, wir sollten niemals vor Aufopferung
davonlaufen, weil Allah Ta'ala wird uns eine der beiden oder der mehreren Erleichterungen diesbezüglich geben. Lass uns Allah Ta'ala an dieser Stelle um Vergebung bitten. Er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Liebe Geschwister, opfern. Was bedeutet opfern? Ich frage euch, ich frage mich, können wir überhaupt opfern? Wenn Allah Ta'ala Al-Khaliq ist, und er ist Al-Khaliq, er ist der Schöpfer, ja? Können wir dann opfern, wenn er Al-Malik ist, der Eigentümer, dem alles gehört? Können wir opfern, wenn er Ar-Raziq ist, wenn er As-Samad ist, wenn er der Versorgende ist, wenn er derjenige ist, ohne den nichts sein kann? Er ist der absolut Unabhängige, von dem alles abhängt. Wie können wir dann opfern, wenn Allah Ta'ala Al-Warith ist? Und er ist Al-Khaliq und er ist Al-Malik. Und er ist Al-Raziq und er ist As-Samad und er ist Al-Warith, derjenige, der alles erben wird, nachdem er das Universum umwandelt, nachdem er das Universum zerstört, so wie wir es kennen, um es umzuwandeln, um ein Neues zu schaffen. Können wir dann wirklich opfern? Also, was gehört uns in dem Sinne? Was können wir uns zuschreiben, liebe Geschwister, in diesem Sinne? Subhanallah, es ist die Barmherzigkeit Allah Ta'alas, dass er uns ins Paradies bringen möchte, dass er es uns leicht machen möchte, dass wir dieses Gefühl haben dürfen, etwas zu opfern. Aber aus diesen Perspektiven, liebe Geschwister, was können wir tatsächlich opfern? Wenn Allah Ta'ala im Koran sagt, من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. Wer ist es, der um Allahs Willen, ja, Allah etwas leiht, wortwörtlich jetzt so übersetzt, ja. Diese Sprache soll uns irritieren, liebe Geschwister. Sie soll uns berühren, wie barmherzig Allah Ta'ala uns anspricht, dass er uns das Gefühl gibt, dass wir etwas beitragen können für diesen Dien, obwohl er uns nicht nötig hat, ja. Wer ist es also, der um Allahs Willen spendet, also der, und er hat diese Spende genannt, ja, eine Anleihe, ein Darlehen, subhanallah, damit Allah sie für ihn um ein Vielfaches vermehrt. Ja. Dadurch bekommen wir, liebe Geschwister, das sind die einzigen Halal-Zinsen, die existieren. Wenn du bei Allah Ta'ala anlegst, wird es dir um ein Vielfaches vermehren. Wenn Allah Ta'ala im Koran sagt, إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ, dass Allah Ta'ala von den Mu'minin, ja, ihr Leben und ihr Vermögen abgekauft hat. Dafür, dass sie das Paradies bekommen. Mir was abgekauft? Uns was abgekauft? Was gehört uns denn? Aber seht ihr, wie Allah Ta'ala uns einlädt? So liebevoll uns einlädt, dass wir es leichter haben, uns zu überwinden. Subhanallah. Wenn Allah Ta'ala seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam zu Ashaj gesprochen, wenn Allah Ta'ala hat seinen Propheten sprechen lassen zu Ashaj radiallahu anhu, er sagte, إِنَّ فِيكَ خَلَّتَيْنِ يُحِبُهُمَ اللَّهِ الْحِلْمُ وَالْأَنَا. In dir sind zwei Eigenschaften, die Allah Ta'ala liebt. Dass du mild bist und dass du behutsam, bedachtsam bist. Und Ashaj, er sprach zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulallah,
Ana atakhallaqu bihima am illahu jabalani alayhima. Habe ich mir diese Eigenschaften angeeignet oder legte sie Allah Ta'ala mir in meine Natur? Und was sagte der Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam und der Hadith ist im Sahih Muslims? Er sagte: Balillahu jabalaka alayhima. Allah Ta'ala legte sie dir in deine Natur. Und Ashadj sagte daraufhin: Alhamdulillahilladhi jabalani ala khallatayni yuhibbuhuma Allah wa rasuluh. Ich bedanke mich bei Allah Ta'ala, dass er mir Eigenschaften, ja, dass er mir Eigenschaften in meine Natur hineingelegt hat, sie mir quasi auferzwungen hat, die Allah liebt und die sein Prophet liebt. Subhanallah. Wir bekommen etwas von Allah Ta'ala und deswegen liebt er uns. Also was können wir opfern, wenn wir dies alles mit einbeziehen, liebe Geschwister? Das ist nicht eine Gnade, dass wir etwas tun dürfen und dass wir quasi diese, in diesem Sinne, Illusion haben, dass wir etwas tun, dass wir etwas beitragen, dass wir uns in diesem Sinne überwinden. Und von einer anderen Perspektive, liebe Geschwister, von einer rein weltlichen Perspektive, können wir opfern im Sinne von, verlieren wir wirklich etwas dadurch? Oder ist es nicht so, dass wenn wir als Muslime leben, dass wir stets in einem weltlichen Gewinn uns befinden? Und ich möchte jetzt nur ein Beispiel auch wegen der fortgeschrittenen Zeit erwähnen. Es fällt uns manchmal nicht leicht, auch unter Einfluss der hiesigen Zeit insgesamt, uns gegenüber den Älteren als respektvoll und aufopfernd zu erweisen und mit ihnen Zeit zu verbringen, uns mit ihnen zu unterhalten, ihre Erledigungen, die sie uns gerne mitgeben würden, durchzuführen, ja, auszuführen. Aber was sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith, den Imam As-Suyuti als Hassan befindet? Ma akrama shabun shaykhan li sinnihi illa qayyadallahu man yukrimuhu 'inda sinni. Es ist so, oder immer, wenn ein Jugendlicher Ikram zu einem Älteren gibt, wenn er ihn ehrt, wenn er ihm Gutes tut, wenn er ihm Respekt erweist, wenn er ihm hilft, dann wird Allah Ta'ala für ihn jemanden bestimmen, der ihm Respekt und Gutes erweist, wenn er alt geworden ist. Das heißt letztendlich, von allem, was wir tun, liebe Geschwister, wir sind es doch, die profitieren. Und zwar im weltlichen Sinne. Also fällt uns das Opfern wirklich nach all dem noch schwer? Ya Allah, Ya Mujib, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Khaliq, Ya Raziq, Ya Samad, Ya Warith. Oh Allah, bitte helf uns, dass wir diese Religion als das erkennen, was sie ist, eine unermessliche Gnade. Und dass wir sie lieben lernen, dass wir sie verstehen lernen, dass wir sie praktizieren lernen, dass wir dazu einladen lernen, oh Allah. Und dass wir das, was sowieso nichts wert ist, gerne für diese Religion eintauschen, oh Allah. Allahumma amin. Ohne dabei ein Gefühl des Verlustes zu empfinden. O Allah, lass uns unsere Gebete lieben und Sehnsucht danach haben. Vergib uns unsere Sünden, O Allah. O Allah, und auch die unserer bezeugenden Eltern und unserer bezeugenden Geschwister insgesamt. O Allah, bitte helf uns, den Unterdrückten beizustehen. O Allah, bitte helf uns, den Bedürftigen ihre Bedürfnisse zu erfüllen, O Allah. Bitte heile die Kranken, bitte verheirate die Unverheirateten. Bitte schenke denen, die sich Kinder wünschen, rechtschaffene, rechtgeleitete Kinder, O Allah. Allahumma amin. O Allah, bitte helf uns, dass wir uns aufopfern. Bitte gib uns alles, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von ihr erbeten hat. Und bitte schenke uns Zuflucht, vor allem, wo auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bei dir um Zuflucht gebeten hat. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.